Als Fan von japanischen Videospielen hat man es in den letzten Jahren gut gehabt. Viele Spiele, die vor Jahren noch als Nischentitel galten, sind heute große Franchises. Bei der Menge an Spielen ist es oft hart zu entscheiden, was man spielen will. Es gibt aber einige Spielereien, von denen ich schon oft gehört habe, allerdings nie dazu gekommen bin, sie zu testen. Eine ist Sakura Wars. Ich wusste nicht viel von der Reihe. Ich habe zwar mitbekommen, dass Sakura Wars überraschend groß ist und dass es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel handelt. Wie Fire Emblem. Doch obwohl ich strategische Rollenspiele sehr mochte, habe ich die Reihe mit der Zeit aus den Augen verloren. Vielleicht auch, weil lange kein Sakura Wars in Europa erschienen ist. Bis jetzt. Mit dem neuen Sakura Wars, das exklusiv auf der PlayStation 4 erschienen ist, ist nach 10 Jahren endlich auch außerhalb Japans wieder ein neuer Teil der Reihe erschienen. Damit habe ich auch endlich die Chance, diese Reihe mal auszuprobieren. Sakura Wars fängt für ein japanisches Spiel recht traditionell mit einem Intro-Video an, voll im Anime-Stil. Wir schlüpfen in die Rolle von Seijuro Kamiyama, einem Marinekapitän, der gerade frisch in Tokio angekommen ist. Am Tokioter Bahnhof lernt man dann auch die Basics der Welt kennen. Die Geschichte spielt im Jahre 1940 in einer fiktiven Version unserer Welt. Vieles ist genau wie bei uns, bis auf die kleine Tatsache, dass Menschen von Dämonen attackiert werden. Ja, und wie kämpfen am besten gegen Dämonen? Natürlich mit mechanischen Kampfanzügen. Seijuro wurde in die Hauptstadt beordert, um die lokale Anti-Dämonen-Einheit zu landen. Die hat gerade ziemliche Probleme. Es fehlt nicht nur Geld, nein, die Schauspielkünste der Truppe lassen auch ordentlich zu wünschen übrig. Denn Theaterspielen, das ist die zweite Aufgabe der Anti-Dämonen-Einheit und deshalb befindet sich die Basis auch in einem Theater. Am Theater angekommen, lernen wir dann auch das erste Mitglied der Einheit kennen, Sakura Amamiya, eine motivierte junge Schauspielerin und nebenbei auch die Kindheitsfreundin unseres Protagonisten. Im Gespräch wird uns das erste Gameplay-System beigebracht, das sogenannte Lips. Im Prinzip ist das nur ein anderer Name für das Dialograd aus Fallout oder Mass Effect. Je nachdem, wie man sich schlägt, verbessert sich die Beziehung zu den anderen Charakteren und man kann vielleicht mit ihnen auf einen Date... Moment! Und nebenbei auch die Kindheitsfreundin unseres Protagonisten. Kindheitsfreundin unseres Protagonisten. Kindheitsfreundin. Mein Gott! Ist das eine Dating-Simulation? Und tatsächlich, ich dachte, nach einem kurzen Gespräch, um die Welt zu etablieren, würde es nur noch um die Kämpfe gehen. Aber nein, die Adventure-Teile sind eigene, große Abschnitte. Vielleicht sogar größer als die Kämpfe gegen Dämonen. Wirklich abenteuerlich ist dieser Adventure-Mode allerdings nicht. Man kann zwar herumlaufen, aber Rätsel oder Geheimnisse findet man in der Welt eigentlich nicht. Klar, hin und wieder kann man Bilder auf dem Boden finden, die sind aber nicht gut versteckt und haben nicht wirklich was mit Gameplay zu tun. Ich würde den Adventure-Mode deshalb eher mit einem Visual-Novel vergleichen. Man läuft von Person zu Person, um Gespräche zu führen. Selbst die Hauptmissionen wirken dabei leider oft belanglos. Noch uninteressanter sind die Nebenmissionen. Ich sage das so, weil diese Nebenmissionen eigentlich nur aus Gesprächen bestehen, in denen man das Lips-System benutzt. So kann man zwar die Moral der Gruppe steigern und seine Truppe besser kennenlernen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Schauen wir uns doch mal das Lips-System genauer an. Es gibt drei verschiedene Versionen. Am häufigsten taucht das klassische Dialograd auf, genau wie in Mass Effect oder Fallout 4. Es bringt aber leider auch dieselben Probleme mit sich. Meist gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Die kann man für gewöhnlich nicht in verschiedene Unterkategorien einteilen. Allerdings gibt es so gut wie immer eine witzige Dialogoption. Ansonsten ist aber schwer herauszufinden, welche Auswahl was für Reaktionen auslöst, weil man nicht weiß, wie etwas gesagt wird. Manches liest sich ganz akzeptabel, aber sobald Seijuro seinen Mund aufmacht, klingt er wie ein Wahnsinniger. Ein bisschen besser wird das Ganze in den Dating-Events. Hier bekommt man mehr Informationen, bevor man etwas sagt. Die absolut schlimmste Version ist meiner Meinung nach aber in Form eines merkwürdigen Balkens, den man füllen oder leeren kann. Je voller der Balken, desto emotionaler soll die Aussage sein. Dabei ist es noch schwammiger, wie viele Antworten man eigentlich zur Verfügung hat. Je nach Situation kann ein voller Balken etwas komplett anderes bedeuten. Insgesamt muss ich sagen, dass mir der Adventure-Teil nicht sehr viel Spaß gemacht hat. Obwohl mir die Figuren mit der Zeit sympathischer geworden sind, konnte mich der Humor nur selten unterhalten. Besonders der für Harem-Anime typische sexuelle Humor ging komplett an mir vorbei. ただちょっと女の子の下着を拾って
Neben dem Adventure Mode gibt es aber auch einen Action-Teil. Also nachdem man Süßigkeiten für die Sekretärin als Maskottchen gearbeitet und die Schauspieler wieder fit gemacht hat, geht es endlich in den Mech-Anzug. Wie gesagt, ich dachte, mich erwartet ein rundenbasiertes Kampfsystem wie in Fire Emblem. Umso überraschender war ich, als ich plötzlich in der Third-Person-Perspektive dastehe. Das neue Sakura Wars hat sein Strategie-Gameplay abgelegt und ist jetzt ein waschechtes Action-Game. Ein Blick in die Kommandoliste und für Kenner des Genres wird schnell klar, das ist ein Musou-Game. Wem der Begriff nicht sagt, mit Musou-Spielen ist Koei Tecmo's Warrior-Reihe gemeint. Angefangen hat das Ganze mit Dynasty Warriors, inzwischen gibt es unzählige Spin-Offs, beispielsweise für One Piece, Zelda oder eben Fire Emblem. Das Prinzip ist einfach, der Spieler steuert einen übermächtigen Charakter und kämpft gegen eine Armee. Dabei liegt der Fokus vielmehr darauf, sich mächtig zu fühlen, als auf komplexe Systemmechaniken. Einfach will Knöpfe drücken, bis man einen dicken Superangriff auslösen kann. Auf der einen Seite sind die Spiele so viel zu einfach und etwas repetitiv, andererseits ist es aber auch sehr entspannt, eine ganze Armee mit ein paar Knopfdrücken wegzufegen. Mir persönlich hat das Ganze nie viel Spaß gemacht, kann aber verstehen, warum das Ganze eine Fanbase hat. Da ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass mir der Action-Teil von Sakura Wars auch nicht wirklich gefallen hat. Genau wie in Dynasty Warriors rennt man durch ein großes Areal und prügelt sich durch einen Haufen Gegner. Hin und wieder springt man durch Jump- und Run-Passagen, am Ende landet man aber dann wieder in einer Arena mit mehr Feinden, bis man am Ende gegen einen Boss kämpft. Das alles steuert sich zwar nicht schlecht, es wird aber sehr schnell langweilig. Sakura Wars versucht zwar mit mehreren Einheiten, die sich verschieden spielen, die Monotonie aufzubrechen. Es fühlt sich zwar erst ganz cool an, einen Fernkampf oder einen sehr offensiven Mech zu spielen, aber wie gesagt, das Kampfsystem ist zu simpel, sodass auch das sehr schnell langweilig wird. Es ist nicht so, dass mir Sakura Wars überhaupt nicht gefallen hat. Es ist nur leider sehr mittelmäßig. Für mich hat eine stärkere Verbindung zwischen Adventure- und Action-Modus gefehlt. Ähnlich wie in Persona zum Beispiel. Vielleicht hätte ich im Adventure-Modus Teile für meinen Mechs freischalten können, mit denen ich mehr taktische Möglichkeit bekomme. Im Action-Modus könnten meine Taten dann vielleicht die Dialogoptionen im Adventure-Modus beeinflussen. Trotzdem glaube ich, dass viele sehr viel Spaß mit Sakura Wars haben könnten. Wenn ihr Anime-Fan seid und sowieso schon was mit diesen Harem-Komödien anfangen könnt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr auch mit Sakura Wars Spaß haben werdet. Allgemein würde ich aber sagen, wartet auf ein Angebot, denn für ein Vollpreisspiel ist es doch etwas zu öde.